Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Galacticare. So, wir haben ein volles Haus. Ihr seht, es wird immer mehr. So langsam müssen wir vielleicht wirklich auch überlegen, hier einen neuen Bereich zu kaufen. Langsam wird es echt voll und wir kommen hier schon ein bisschen an unsere Grenzen. Gut, jetzt haben wir zum Glück zwei Hautlabore, wo die Sachen hier überprüfen. Das ist schon mal gut. Wir haben aber nur ein Traumarium. Und mehr passt hier auch echt nicht hin. Das kostet 51.000 und das ist 56. Aber meistens kommen die Sachen hier oben. Also hier ist es immer die Shuttle-Station. Dann würde ich sogar erstmal hier oben das kaufen, bevor die den weiten Weg hier unten runterrennen. So, wir aktivieren das mal. Ah, cool, die Sachen verschwinden, das ist gut. Jetzt haben wir es schon mal. Und eigentlich, wisst ihr was, wir haben noch Geld. Ich würde direkt mal das Traumarium hier auch noch hinstellen. Wie groß muss das sein? Das ist ziemlich klein, ja. Nee, ich mach's ein bisschen anders. Warte, abbrechen. Ich wollte es gerade da mitten rein, aber ich glaube, ich mach's doch lieber an der Seite. Und dann machen wir uns hier so einen großen Raum, wo die erstmal einfach so sitzen können. Ach, warte mal, was wir auch machen? Na, nee, wenn ich alle Personalsachen hier oben hin mache, dann braucht das Personal auch zu lang. Aber ich kann das wegschieben. Kann ich das wegschieben? Umbearbeiten. Machen wir das hier oben nämlich hin. Und dann haben wir hier Platz für ein Traumarium direkt daneben. Dann haben wir da gleich zwei. Das finde ich, glaube ich, besser. Hier so und dann drehen. Kann ich das drehen irgendwie? Ja. Ich mach's doch richtig ran. So. Könnt ihr da oben lernen? Ich hab da eh noch nie eine. Ich glaube, ich muss das selber machen, ne? Ich glaube, die gehen da sonst gar nicht hin, wenn ich das nicht selber bestimme. Da bin ich mir auch unsicher, ob die auch so mal da einfach hingehen, so freizeitmäßig. Weiß ich nicht. Ich würde das eigentlich, glaube ich, gerne etwas umstellen. Ich würde die Tür ungern so weit wegmachen, aber jetzt... Ah, ich krieg die anderen Sachen jetzt leider nicht umgestellt. Wir müssen das leider erstmal so machen. So. Jetzt stellen wir hier erstmal kurz um. Und die dahin. Die machen wir dann gleich kleinere, glaube ich. So, bearbeiten. Könnten die direkt hier theoretisch hin machen. Ja, ich mach so. So. Oh, halt, war schon richtig. Das weiß ich gerade gar nicht. Dann noch ein schönes Bild. Das da. Okay. Und jetzt brauchen wir noch Bänke für vorne. Kriege ich ja auch eine große Bank hin? Ja, doch. Muss nur den Blumenkasten ändern. So, einmal verkehrt rum quasi. So. Nee, warte, warte. So, und da nochmal eine kleine Bank, komm. Was soll der Geiz? Sehr schick. Dann will ich noch einen Arzt anstellen. Eine, die direkt dafür ist vielleicht. Haben wir keine. Ah. Nee, tatsächlich haben wir keine, die dafür direkt ist. Aber eine Laserchirurgie 3. Da die ja eh hier ständig irgendwie wechseln. Obwohl, jetzt sind tatsächlich mal die richtigen hier, glaube ich.
Oder? Ja, tatsächlich. Aber warten will ich auch nicht. Dann würde ich eher so eine Assistenzärztin nehmen, die wir dann spezialisieren, glaube ich. Was haben wir hier? Mehr Schaden am Behandlungsraum, aber immer nicht an den Gästen. Das ist für mich okay. Kulturell erhöht den während einer Behandlung generierten Einfluss. Ach komm. Dann nehmen wir mal die den Dan Gleason. Bitteschön. Okay. Wir könnten den auch hier hinschicken erstmal. Theoretisch. Können wir ja mal machen. So. Geh mal ein bisschen lernen. Bevor wir dich auf die Patienten loslassen. Okay. Was soll man gerade machen? Noch Garcia ist noch dabei. Okay. Die stehen hier noch. Haben zum Glück keine Zeitbegrenzung. Alles gut. Zeitaufgaben, da kriege ich immer Panik. Egal bei welchem Spiel. Alles, was auf Zeit ist, finde ich immer ganz schrecklich. Das setzt einen immer so unter Druck. Gut, das sieht aber cool aus hier. Weltrauminvasion. Aber manche Krankheiten sehen schon mega cool aus. Der Patient leuchtet wie ein planetarischer Nebel. Scheint sehr schmerzhaft zu sein. Ja, aber sieht cool aus. Also ganz ehrlich, da bist du ein Hit auf jeder Party, oder? Wenn du so aussiehst. Ich beginne öfter hier mal so die Leute an. Guck mal, die sieht auch... Wow. Die hat auch Toxin. Und ihr so? Schleim, Toxin. Ich dachte, vorhin saßen hier zwei auf der Bank, die so gezittert haben. Da habe ich noch gedacht, dass es irgendwie das hängt. Also die backen da irgendwie rum. Aber nein. Sie sind einfach nur vergiftet. Und der hat eine hohe Wartezeit. Na komm, dann kriegst du mal von mir Prio. Ah, guck mal, die hat es auch. Voll cool. Vor allem, wenn man hier so lang geht, halt, dass dann das so mitgeht. And are ready to have a crack at Gazria's dreadful meat situation. Spectacular! Let's get them shipped off. The shuttle is primed and ready for your launch order, Director. Kann losgehen. Oh, schon fertig hier. Sehr gut. I think Baz might have been right. Honestly, I haven't felt better since before this moon was formed. Shame what they're doing to it. Still, I can get close to them and begin to understand their minds, so I'll take what I can get. You're some good eggs, Galactic Hair. Take care of yourselves and watch out for the debris. Okay. Jizzy. Die fand ich mega cool. Ich mag diese großen Viecher. Was ist das eigentlich für eine Art? Da haben wir gar nichts zu. Looks like we're all done. Also keine Erklärung. Let's check in with Gazria. Oh wow. Oh, that was perfect. I guess I never had anything to worry about. Thanks for all the health care you did, and here's a shipload of credits. I gotta go prep for the big finale. Toodles. Sehen wir was von dem Finale? Wahrscheinlich nicht noch. Ich guck mal dahin. Schauen wir mal. Was habe ich da schon wieder bekommen? Ein neues Bild. Burning Moon Bild. Oh, wie cool. Das will ich schon gern hier irgendwo. Da. Direkt beim Trauma-Ding ist. Habe ich noch was bekommen? Und ein Teppich passend dazu. Mondpocken. Okay. So. Finale? Ja. Okay. Everybody, thank you for sticking with us. We're about to blow the biggest damn hole in this burning moon since the festival began. Get ready to ring in the end times with all the other delinquents out there. Because it's fun. Because it's wild. And just because we can. Was? Behold! Ja! Woo! Warm greetings to you all. Well, that's quite something. I'm sure everyone's fine, Director. I suppose I'll update Galactica's chart of the system to, remove the moon. Well, that's all you're up for, Director. Geschafft. I and the other staff can take care of the after-party for you if you'd rather head off. Our next contract awaits, whenever you'd like to get us out of here. Well done, by the way. That went rather well, I thought. Würde ich auch sagen. Ja, wir haben es geschafft. Mensch. Dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lang. Choice, Director. Ja, we can weiter. Stick around here and bask in the glory of our spanking new hospital, or we can move on to our next job. Ja, wir move on. Komm, nächstes Level.
Wir wollen doch sehen, wie es weitergeht. Wieso habe ich jetzt beide? Seht ihr das? Ich habe sowohl den normalen Mouse-File als auch das... Okay. Na gut. Sieht ein bisschen seltsam aus. Baby aus... Babylo-Ausflug. Was? Okay. Was ist das? Ich muss es wissen. Wir sind alle ganz wild darauf zu erfahren, was das hier ist, oder? Guten Tag, Director. This is one of our ancillary hospitals. Facilities that may benefit from your attention between assignments. Okay. These hospitals present an opportunity to flex your management muscles and pick up some additional rewards while you're at it. This one's in the Babylon system. Rather a popular tourist spot with a view I'm told is quite outstanding. That's coming from someone with no eyes. Should you find a moment, I'm sure they'd be grateful for your expertise. Spiel dieses Level im Sandbox-Modus weiter. Wieso? Sandbox? Das steht hier nicht bei denen. Good to see you back, Ach doch, auch Sandbox? We're about to arrive at the burning... Greetings, Director. Let me be the Neustadt Story, ich sehe. Good to see you back. Und das hier hat scheinbar keine Story. This is one of our ancillary hospitals. Was uns trotzdem? Komm, wir gucken uns das mal an, oder? Between. Wir können mal reinschauen, was uns da erwartet. Aber da Sandbox steht, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nicht nur einfach rumspielen. Ich möchte schon Story haben und coole Sachen sehen. Wir gucken mal, ob hier auch coole Sachen passieren. Also an sich sieht es ja cool aus hier, ne, mit dem Burger. Babylo-Ausflug. Wir schauen es uns mal an. Steigere die Klinikwertung. Was war hier? Öffne die Klinik. Bereit für wildes Chaos. Na, gucken wir mal. Fangen mit 100.000 an, aber ich glaube tatsächlich gibt es keine Story, ne? Wenn ich das richtig sehe, weil er gerade gesagt hat, bereit fürs Chaos. Gucken wir das hier kurz mal an. Oh, sehr viel Werbung. Und da unten ist Burger King. Wie wir sehen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Nur ganz kurz. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werden wir wieder mit dem anderen weiterspielen. Hier sehr viel... Ah, okay. Hier kommt ist unser Shuttle. Will ich mal hier eben so einen Diagnoseraum einbasteln. Wir gucken mal. So, wir brauchen einen Tresen, genau. Nein, den großen finde ich besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn da ein großer steht, dann passiert auch irgendwie mehr. Vielleicht ist das Quatsch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dem so wäre. Ach, warum nicht? Warum nicht denen direkt die Toiletten hier hinterstellen? Ist doch auch schön, oder? Na, guck mal, unsere Sachen haben wir hier sogar weiterhin. Also die Sachen, die wir auch schon vorher hatten. Wo können wir hier anfangen? Na, ist nicht so gut. Okay, da gucken wir gleich mal. Stellen wir hier erstmal kleine Dinger hin. So. Können theoretisch schon mal öffnen. Wir werden ein Hautlabor brauchen. Oh. Nee, das ist doof. Steht da sehr unpraktisch. Ich glaube, ja, hier wird nicht viel passieren, storymäßig, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Hier alles rein? Ich bin unsicher. Okay, passt sogar. Auch mal eine andere Variante hier. Sehr eng hier. Sehr eng da gerade. Okay. Und der Schrank hier steht auch ein bisschen falsch. Ich stehe hier.
Hautlabor. Ich muss sagen, ich glaube, so Freispiele machen mir gar nicht so viel Spaß. Da bin ich gar nicht so der Fan von. Klar, Sandbox kann man sich mal austoben und so, aber ich mag ehrlich gesagt so... Warte mal. Hautlabor. Ich mag die Sachen mit Story halt lieber, vor allem weil das Spiel halt so witzig ist. Deswegen mag ich das eigentlich sehr gerne. Aber gut, haben wir es auch mal gesehen. Wir können jetzt noch einfach mal 5 Minuten hier kurz mal durchziehen. Da es jetzt auch nicht viel Sinn macht, mit dem nächsten anzufangen. Ich habe am Ende gar nicht mehr so richtig nach den Dingern geguckt, ne? Oh. Das ist ja schade. Einfach mal ein bisschen was. Kann man sich mal ein bisschen rumprobieren. Achso, das ging ja nicht. Director, Ms. O'Brien has a personal request for you. I'm actually not privy to the details, which I must say I'm not happy about. Doch was. Ach, Director. I wonder if you wouldn't mind looking after a bit of a special patient. An old friend of mine, as a matter of fact. He's... Okay, also doch mit ein bisschen... ein klein bisschen Story zumindest. Okay. Ich dachte, da würde gar nichts kommen. Aber gut, habe ich mich geirrt. Bisschen sehr groß, ne? Na gut. Was trotzdem. Bisschen Platz braucht das Ding ja tatsächlich. Dann machen wir hier... Okay, dann habe ich zu früh gesagt, dass das Quatsch... Also, dass da nicht viel passiert. Da passiert doch was. So, wir brauchen mehr Sachen. Hier eine Knochenärztin. Dann gucken wir doch mal, wer das jetzt hier ist. Schauspieler. Hours before opening night. Between you and me, I owe Charlie a bit of a favor. So I'd be so grateful if you could sort him out. Ja, natürlich helfen wir. Du hast gerade deinen ersten Anruf zum Sandbox-Ereignis erhalten. Anders als bei Story-Ereignissen legen die Anrufer bei Sandbox-Ereignissen auf, wenn du den Anruf nicht beantwortest. Ah, okay. Also da sollte man auch schnell rangehen. Oh, marvelous. He should be with you in a jiffy. Das ist ein bisschen random dann, ne? Was wahrscheinlich passiert. Okay, mir fehlt irgendwie der Sound gerade, aber gut. Passiert. Nicht so schlimm. Oh, ganz viele Viecher. Sehr schön. Good evening, Galactic. Hi. Charles Barrymore. Charlie to friends. I'm afraid I've got a rather literal case of jelly legs mere moments before curtain up. Terribly unprofessional. Cora assured me you would be able to help. Well, if Cora says so, it must be true. Happy to assist any associate of Ms. Orion, Mr. Barrymore. Thank heavens! Our cross-species Hamlet revival can go on. It's set in the metaverse, you know. Sounds utterly unmissable. Okay. Sachen schnell rein. So, Traumatorium haben wir auch. Oh, warum ist der sauer? Essen fehlt. Ja, ich bin dabei. Entschuldigung, ich wollte eigentlich schon längst aufstellen, aber dann wurde ich wieder abgelenkt. Dann würde ich hier mal eine kleine Fressmeile machen. So. Und hier ein paar Bänke dazwischen. So. Und hier... Ah, passt nicht. Moment. Da nicht. So. Jetzt sind die Sachen zumindest da. Hier ist der Freund, glaube ich. Charles. Da fehlt noch ein Arzt. Traumatorium. Haben wir hier nichts. Schade. Rubrika-Wahrscheinlichkeit wenig. Ja, gut. Aber dafür war der, glaube ich, auch charismatisch gerade. Laser fehlt noch.
That sounds made up. You may dabble in the make-believe, Mr. Barrybrow, but here at Galacticare, we stay firmly inside the bounds of the real. Now, let's get you to Skin Lab for your basting. Thank you. Oh, nein, das ist ja das Laserding. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte das Trauma-Ding gehabt. Hier ist das Trauma-Ding. Ich mach mal hier, weil dann können wir da noch was hinbauen. Hat mich gerade in dem geirrt, was wir da hatten. So, hier können wir das hinbauen. So, sehr schön. Wir haben noch nichts für unsere... Was willst du? Hautlappen. Okay. Wir haben noch nichts für unsere Leute. Hier, Personalraum. Den baue ich jetzt einfach mal hier hin. Dann gibt es von mir jetzt eine schöne Couch. Hier ein schönes Ding zum Angucken. Ein Sessel davor. Spinde hätte ich gerne, genau. Und quasi eine Küche. Hello there. I hope you're all well. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Mal hübsche Bilder noch. So. Machen wir mal den hier noch vom Burning Moon. Achso, ist nur Geschenke. Okay. Dann muss ich jetzt nicht so schnell reagieren. Browse away. That one's new. I think I brought you the right bits. If not, it might just be pop rolls and videotapes. So. Die stelle ich da hin. Und dich stelle ich. Ja, hier ist eigentlich perfekt, ne? Catch you later. Wegen Optik mach ich's dahin. Und du kommst dahin. So. If this is going to be any longer, I'd better get the stage. Ja, du bist doch schon dabei, Mensch. Hold the curtain and keep my understudy's grubby mitts off my stockings. Wow. Out vile jelly indeed. Thank you, Galactica. The show can go on. Mhm. My old Ophelia will be so relieved. So, den ersten haben wir geholfen. Galactica is proud to be a patron of the dramatic arts. Please pass on my thanks to Cora. There's a front row seat with her name on it. If she ever wishes to attend the show. Nee, danke. I'm sure she wouldn't miss it. Now, off you pop. Oh. Ja, nee. Wir könnten theoretisch uns was Schönes kaufen. Wir haben genug. Datenterminal, Drahtrolle, Plattenspieler finde ich ja mega. Drohentisch. Medihone sogar. Oh, das finde ich voll süß. Das möchte ich haben. Der kostet sogar gar nichts. Ich hoffe, wir haben den jetzt gekauft. Aber warum kostet der nichts? Oh, das ist ja auch krass. Das kostet auch nichts, okay. Alles, was nichts kostet, nehme ich gerne. Glamwork, Twiggy Pop Skin, was? Oh, das finde ich auch cool. Da sind schöne Sachen dabei, auf jeden Fall. Das ist Aprikosen? Toxin, das ist auch cool. Aber die Aufstelldinger sind noch geiler, ne? Ein Aquarium hätte ich gerne. Komm, ich kaufe mal ein Aquarium. Wir kaufen mal von jedem etwas. Dann kaufe ich hier das geile Aprikosenbild. Und von hier würde ich vielleicht... Ah, es ist echt schwer, sich zu entscheiden hier. Ja, Trennwand. Lufterfrischer. Gummiknochen. Ich glaube, ich finde den Plattenspieler schon echt geil. Ich nehme mal den Plattenspieler. Kann ich auch was kaufen? Nee, glaube nicht. Das ist unsere Fachärztin. Haben wir das schon mal gelesen? Twiggy Pop war ihr ganzes Leben auf Sinnsuche.
Sie hat schon viele Berufe ausgeübt. Sie war Ärztin in den gefährlichen inneren Gürteln der Galaxie, Türsteherin vor unzähligen Clubs in mehreren Sternsystemen, Yogalehrerin und ist kürzlich eine berühmte... Doch, das haben wir schon mal gelesen, ne? Ich glaube. So richtig erfüllte sie nichts davon. Doch, ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Okay, so, kann ich jetzt wieder zurück? Guten Tag. Don't want to keep your audience waiting. Was soll ich denn jetzt hier alles? Ah, das sind jetzt unsere neuen Sachen. Stühle. Die sollten wir jetzt immer dabei haben. Denke ich. Hier sind niedliche Tierchen. Hier ist unser neues Aprikosen-Poster. Auch gleich hingehangen. Ach, wie cool ist das denn? Oh, das ist ja mega. Okay, das ist sehr süß. Was hatte ich jetzt hier noch? Den Plattenspieler. Oh, das ist aber echt... Das ist echt ein großes Ding. Das können wir den Leuten hier hinstellen, aber es ist kein Platz. Stell's mal hier rein und ich sehe gerade die ganzen Tierchen hier. Was bist du denn? Wow, was hat der? Weltraumphobie. Okay. Wie süß das ist. Oh. So, wo arbeitest du hier gerade? In der Laser. Bitteschön. Schön. Okay, Sandbox ist auch ein bisschen lustig. Ist nicht so ganz meins. Bei dem anderen haben wir deutlich mehr Story. Hier sind es eher so diese Zufalldinger. Ich würde aber gerne auf 5 kommen. Ich würde gerne... Ah, da kriegen wir Belohnungen. Ja, da haben wir das Bild bekommen. Was kriege ich hier? Ja, komm. Ich will die Belohnung haben. Ich möchte gerne die Belohnung. Wir haben es hier noch nicht alles. Ach, den haben wir auch noch. Wow. Ein richtiges Museum schon. Mach mal so, dann kommst du woanders hin. Hier, übers Aquarium. Ja, hier mache ich gerade ein bisschen auf Tempo. Ihr seht es, hier versuche ich gerade ein bisschen mehr, ein bisschen schneller. Weil ich natürlich auch gerade auf die Uhr gucke. Und ich würde mich gerne in der nächsten Folge direkt das andere starten. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen schnell vielleicht unterwegs. Wir haben auch noch den Forschungsraum. Director, aber kein Platz mehr. Ja, hi. You may be able to help me with some scientific research. I am an expert in bones and would love a chance to study your boning chamber technology. You're an expert in bones. If you're willing, I'd love any data you can send me from your boning chamber treatments. My institute will happily pay you for any data you gather in support of my work. Okay. Apologies. Yes, getting it all straight. Your work is bones. Yes, and I'm very good. Was findet daran jetzt so schlimm? Ihre Arbeit ist Knochen. Das ist doch ganz normal, oder nicht? Ich verstehe jetzt gar nicht, was ihn daran so stört. Great. Just do whatever you people normally do, and I'll dive into the findings after. You'll have enough data on broken bones to cover even the very worst sport-related riot. I don't know what that means, but sure. So, hier kommt mal der Forschungsraum hin. Ist noch nicht groß genug. Nee, immer noch nicht. Jetzt erst. Okay. Ich wollte es mal ein bisschen anders haben. Ich wollte mal irgendwie was anderes machen. Gut, ist jetzt ein bisschen sehr groß geworden. Ja, gebe ich zu. Aber irgendwie finde ich es auch cool. Beginning transfer of boning chamber data to Dr. Tibia now, Director. Keep in mind that the more boning chambers we have, the more data we'll gather. I confess I can't quite wrap my head around why someone would study bones, but to each their own, I suppose. So Leute mit Schädelfraktur. Ja gut, wenn keiner kommt, kommt keiner, ne? Dafür kann ich jetzt auch nicht viel. A fine invention. That one's new. Thank you. Oh, das andere wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur... Naja, gut. Habe ich eigentlich nur so angeklickt. Aber okay. Das kann ich hier leider gar nicht hinstellen, so richtig. Ich hätte schon gerne den Eingangsbereich so abgedeckt. Machen wir hier. How we looking? Schädlingsfallen.
Ja, wir haben gerade wirklich nicht mehr viel Geld, leider. I'll just float here. Ah, 3 von 5, okay. Könnten wir noch einen Arzt einstellen? Nicht jemand, der jetzt forschen könnte? Ah, ich will nicht so viele einstellen nachher. Wir sehen schon am Geld, da ist gerade nicht mehr so viel. Was ist hier gerade das Problem? Zu viele Patienten? Wahrscheinlich. Wow, also hier im Sandbox hat man nicht so viel Geld. Oh, haben wir schon. Ich glaube, wir haben schon jemanden. Director, there's been a train derailment at the Splitter Transport Hub. Patients are arriving now with all manner of skeletal injuries. Oh, what a wonderful coincidence. Ja, Mensch. I can't wait to see their bones. Ooh. It's so important to have hobbies. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Wir haben hier sehr wenig Pflanzen, ne? Ich sehe schon. Nee, halt, das wollte ich gar nicht. Oh, man kann auch schräg stellen, das ist interessant zu wissen. War aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Aber gut zu wissen, dass man es kann, wenn man es gern hätte. Nee, halt, nein. Ach Mann. Wenn man immer zu schnell macht. Reihenfolge hier. Warum das dann weiter unten ist, weiß ich nicht. Sehr viel Sonnenblumen hier. Ich mag aber auch Sonnenblumen. Dr. Tibia, ja? I'm curious what you hope to learn from the boning chamber data. Oh, so much. Also, ich meinte sie. If you know how to read them, you can see all sorts of things written in bones. Such as? Well, stuff that damages bones, mostly. Okay, so schnell steigen wir hier tatsächlich gar nicht. Was muss man davon machen? Mehr Gesundheit, Durchsatz? Alles gut. Gesundheit, Durchsatz. Zu wenig wahrscheinlich, ne? Na. Klinikwertung ist noch nicht die beste. Wir haben gerade 11.000. Ich bräuchte wahrscheinlich auch deutlich mehr Räume, Ärzte. Ich glaube, so schnell kommen wir gar nicht auf die 5, wie ich dachte. Schade. Und auch nicht auf die 4. Hm. Vor allem Diagnoseraum wäre noch echt gut. Na, der Personalraum sollte schon hier mittig sein. Ich muss den Diagnoseraum tatsächlich hier machen. So machen. Und dann brauchen wir da jemanden, den wir nicht haben. Verdammt. Okay, dann nehme ich einfach irgendwann. Nee, Schaden nicht so. Eureka-Wahrscheinlichkeit ist okay. Darauf kann ich jetzt gerade mal verzichten. Okay. So. Geld ist okay. How much longer will this take? My lab techs work faster than this. And they do not have strong work ethics. Not long now, Dr. Tibia. If you're starved for new data, I would be happy to send over some quite interesting magazines for your enjoyment. Aren't they about bones? Well, no. Then, no thank you. Wow. Hat schon ein bisschen... Naja, okay. Bisschen seltsam, die Frau, aber gut. Sehr, knocheninteressiert. Sehr. Warte mal, hier kann ich doch eine schöne große Bank hinstellen. Oder eine kleine. Das geht mir natürlich nicht. Okay, so ist doch schön. Jetzt soll man doch irgendwo einen Mülleimer mehr hinstellen. Da haben wir wirklich Platz für. Stellen wir hier einen auf die Ecke. Aber das, ich finde es tatsächlich schick, wenn es hier so Gänge bildet, indem man hier auch mal die Räume so ein bisschen verwinkelt. Das sollte man vielleicht ein bisschen mehr machen, so. Nicht wirklich schick. Wartezeit ist sehr kritisch hier.
Naja, wir haben hier jetzt eine zweite Diagnose. Da können Sie ja hin. Vielleicht ist dann die Wartezeit etwas besser. Das Forschungslabor können wir auf jeden Fall brauchen. It should really support my dissertation on the industrial utility of bone meal. Mm-hmm. This should cover your efforts. Dankeschön. I guess saying thank you is customary, so thank you. Bitteschön. Ich glaube wirklich, wir kommen ja so schnell nicht hoch, leider. Na gut, ich muss jetzt langsam Schluss machen. Wir sind bei 35 Minuten. Had to clean some of this up. Not easy with flippers. Oh nein, ich habe das Geschenk nicht genommen. Moment. Ich weiß nicht, wollen wir das noch weiter probieren oder nicht? Ich überlege gerade, ob ich das fortführen möchte oder nicht. Having a gander. Zu teuer. Das war's. Ja, so schnell kommen wir nicht hoch. Okay, ich überlege mal. Ich meine, jetzt spiele ich eh nicht weiter. Ich überlege mal, ob ich nächstes Mal hier gerne weiterspielen möchte, ob wir noch versuchen, die Bonis freizuschalten oder ob wir im Kapitel weitermachen. Mal gucken. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, mehr Sandbox zu sehen noch oder lieber im Kapitel weiter, wie euch da so der Sinn ist. Also, bye bye.